Es ist schon das Event, was, glaube ich, Berlin gemacht hat, zu dem, was es heute ist, nämlich wirklich der Startup-Hub hier in Europa. Es ist trotzdem immer noch so, dass man den Großteil der Leute, die hier sind, kennt oder kennen kann. Und ich glaube, das hat einen gewissen Charme. Berlin 2.0 ist so besonders, weil hier ganz exquisite Leute, wirklich Leute, die jetzt nicht einmal gegründet haben, sondern mehrmal gegründet haben. Die meisten haben sogar auch schon eine Firma verkauft, haben einen Exit gemacht. Und es ist eine relativ eingeschworene alte Truppe, wo trotzdem immer wieder neue Leute sozusagen changieren oder rotieren. Also wenn Leute hier in Berlin zeigen, dass sie einen signifikanten Beitrag zum Ökosystem leisten, dann dauert es eigentlich nicht lange, bis sie hier dabei sind. Naja, wenn du nach den USA gehst, da reden die vom Berlin Valley aktuell. Die Stadt ist einfach super innovativ, also das heißt, kombiniert auf der einen Seite Kunst, Musik, auf der anderen Seite spannende junge Unternehmen. Man trifft hier auf einen Schlag so fast die komplette Berliner Internetszene. Man kann netzwerken, man tauscht die neuesten Infos aus. Und für mich ist das besonders gut, weil ich nämlich aus Köln komme. We heard it's kind of like where the old internet guys hang out, and we thought like, yeah, that would be cool to see. Aber es sind halt doch immer viele bekannte Gesichter, die man wieder sieht, und das ist auch vielleicht so die einzige Gelegenheit, wo man die wieder sieht. Und das Schöne ist eben gleich, man ist im Du, es ist ein relativ intimes Gefühl, man kennt einander, es ist eine vertraute Atmosphäre, und das macht halt sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr effizient zum Networken. Und man verlebt einfach einen tollen Abend, hat immer gute Gespräche und gutes Essen, und das ist ein hervorragender Rahmen. Bunt gemischt, es sind Leute aus dem E-Commerce da, aus dem Mobile-Bereich, aus dem Advertising. Es sind sozusagen aus jeder Sparte innerhalb des Internets sind auch wirklich die Leute da, was natürlich perfekt ist. Also es ist auf jeden Fall erwischt die Leute, die in Berlin was zu sagen haben. Trotz alledem ist Berlin 2.0 natürlich immer noch eins der Top-Events, oder wenn nicht das Top-Event, oder zumindest zu dem ich am liebsten gehe. Weil, wie gesagt, dort auch die interessantesten Leute sind. Da sind nicht wenige Investoren da, man ist wirklich als Unternehmer oder als Mehrfachunternehmer unter sich, und das finde ich extrem spannend.